So, hallo liebe Fans von Paul Maar und vom SAMS. Mein Name ist Antje Katzer. Ich bin Teil des Social Media Teams der Verlagsgruppe Oetinger und begrüße euch und natürlich ganz besonders herzlich Paul Maar, der jetzt aus seinem aktuellsten SAMS-Band des SAMS und der blaue Drache vorlesen wird. Das Buch ist Band 10 dieser Erfolgsserie. Aber bevor es losgeht, vielleicht noch drei Worte zu Paul Maar selber. Er gehört zu den bekanntesten und erfolgreichsten Kinderbuchautoren in Deutschland und viele seiner Bücher hat er auch selber illustriert, so wie jetzt auch das Buch, aus dem jetzt gelesen wird. Und er schreibt aber auch ganz viele Kindertheaterstücke und verfasst Drehbücher für Kindersendungen im Fernsehen und seine Bücher wurden schon mit ganz vielen Preisen ausgezeichnet und in auch ganz viele Sprachen übersetzt. Genau. So, und das Sams, das gehört zu seinen bekanntesten Figuren. Es ist selbstbewusst, frech, voller Witz. Und das Tollste, es kann Wünsche erfüllen. So auch mein, den, dass der Erfinder Paul Maar heute bei uns hier auf Instagram zu Gast ist und für uns aus das Sams und der blaue Drache liest. Genau, und damit bin ich schon am Ende meiner kleinen Einleitung. Herzlich willkommen, Paul Maar. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Und damit übergebe ich auch das Wort schon an Sie. Hallo, guten Tag. Ihr habt ja gehört, ich bin Paul Maar. Ich will vorlesen aus meinem neuen Sams-Buch. So sieht es ungefähr aus. Ich glaube, man kann es sehen. Und damit ich mir lange Erklärungen erspare, stelle ich einfach erstmal die Hauptfigur vor. Da ist also ein sehr schüchterner Angestellter. Er hat auch einen Namen. Ich habe ihn genannt Herr Taschenbier. Und zudem kommt an einem Samstag ein merkwürdiges Wesen mit einer Rüsselnase, knallroten Haaren. Und weil es am Samstag kommt und der Herr Taschenbier das gleich erkennt, heißt es das Sams. Und das ist eigentlich alles, was man wissen muss. Dann habe ich inzwischen jetzt 10 Bände, 10 Bücher vom Sams geschrieben. Und im zweiten Band wünscht sich Herr Taschenbier vom Sams eine Wunschmaschine. Dieser Wunsch wird ihm auch gewährt, aber leider geht dann die Wunschmaschine irgendwie kaputt. Und im Nachhinein habe ich mir öfter überlegt, ach schade, dass ich schon nach der Hälfte des Buches die Wunschmaschine habe explodieren lassen. Wenn ich doch damals, wenn ich die Geschichte nochmal neu schreiben könnte, ich würde die Wunschmaschine noch ein bisschen länger in Betrieb lassen. Und aus dieser Idee heraus habe ich geschrieben, den neuen Sams-Band. Und habe so getan, als gäbe es die Wunschmaschine noch. Und nun fange ich einfach an zu lesen und muss mal schauen, ich habe mir Markierungen gemacht. Aber wenn man dann anfangen und vorlesen muss, ist es doch ein bisschen schwierig, gleich die richtige Stelle zu finden. Jetzt habe ich es. Jetzt sind also Herr Taschenbier und das Sams zusammen und das Sams wohnt natürlich bei Herrn Taschenbier. Am nächsten Morgen frühstückten die beiden zusammen und dann machte sich Herr Taschenbier üblich auf dem Weg ins Büro. In der Tür drehte er sich noch einmal um und fragte: Was machst du eigentlich den ganzen Tag? Ach, ich habe vor, mich überaus beträchtlich zu langweilen. Na, dann viel Spaß dabei, sagte Herr Taschenbier. Das Sams beschloss die Wartezeit durch einen Samsgesang zu verkürzen. Dazu holte es den größten Topf aus der Küche, schlug mit 2 Kochlöffeln den Takt und begann sehr laut zu singen. Langeweile muss nicht sein, Langeweile muss nicht sein. Dem Sams fällt immer etwas ein, immer fällt dem Sams was ein. Es klopfte an der Tür. Der Sams unterbrach seinen Gesang und öffnete. Draußen stand Frau Rotkohl, die Vermieterin. Könntest du bitte mit diesem Lärm aufhören? Fragte sie. Ich will gerade die Nachrichten im Radio hören und verstehe kein Wort. Kein Problem, sagte der Sams. Ich kann dir hier die neuesten Nachrichten vortragen. Du musst das Radio gar nicht hören. Das würde nur meine Nachrichten stören. Du willst mir die Nachrichten vortragen? Rief Frau Rotkohl. Mach dich nicht lustig über mich, ja? Hör doch erst mal zu, sagte der Sams. Die Regierung hat beschlossen, ab gestern wird nicht mehr geschossen. Die Regierung hat entschieden, ab heute Nachmittag herrscht Frieden. Doch Herr Knorps, das sagt von wegen, da bin ich absolut dagegen. Wer ist denn Herr Knorps? Fragte Frau Rothkohl. Das ist der, der absolut dagegen ist, sagte das Sams.
Ach, und ich falle auf deinen Unsinn noch herein und frage, schimpfte Frau Rotkohl. Ich gehe jetzt in mein Zimmer und will nicht mehr gestört werden. Du hast ja noch gar nicht den Wetterbericht gehört, rief ihr der Sams hinterher. Kommt ein Tief, tief aus dem Osten, fängt das Eisen an zu rosten. Ach, dummes Zeug, schimpfte sie und schloss die Tür hinter sich. Der Sams hüpfte hinterher, öffnete die Tür einen Spalt und rief hinein, ein Hoch aus dem Westen ist aber am besten. Dann rannte es schnell ins Taschenbierzimmer zurück, denn Frau Rotkohl war inzwischen so wütend geworden, dass sie drauf und dran war, mit einem Küchenhandtuch nach dem Sams zu schlagen. So, jetzt kennt man also auch schon die Vermieterin. Das Sams, die Wunschmaschine steht also jetzt bei Herrn Taschenbier. Und er hat dem Sams streng verboten, mit der Wunschmaschine zu wünschen. Aber das Sams kann sich nicht daran halten und wünscht sich ganz, ganz, ganz viel Eis. Mit dem Erfolg, dass das ganze Zimmer unter Eis verschwindet und alles nass ist und die Papiere auf Herrn Taschenbiers Schreibtisch auch nass sind. Und als Herr Taschenbier nach Hause kommt, ist er entsetzt und muss erst mit der Wunschmaschine wünschen, ich wünsche, dass das Zimmer wieder trocken ist. Dann stellt er die Wunschmaschine ganz oben auf den Schrank und sagt, ich verbiete dir ein für alle Mal mit der Wunschmaschine zu wünschen. Das weiß man jetzt. Jetzt sind wir am nächsten Tag. Am nächsten Tag schien die Sonne. Ein schöner Tag, stellte Herr Taschenbier fest. Heute gehe ich mal ohne Mantel ins Büro, nur mit Jacke. Mit der karierten Jacke, fragte der Sams. Nein, mit der blauen, sagte Herr Taschenbier. Mit der Jacke, mit der blauen hast du Glück bei allen Frauen, versprach der Sams. Nun übertreibst du aber, sagte Herr Taschenbier lachend und machte sich auf den Weg zum Büro. Der Sams folgte ihm bis vor die Haustür und sah auf der großen Wiese nicht weit vom Haus einige Kinder, die ihren Drachen im Wind steigen ließen. Der Sams ging zu ihnen hin. Darf ich auch mal die Schnur halten, an der dein Drachen hängt? Fragte es einen Jungen, aber der Junge sagte, nichts da, du Knirps. Mein Drachen zieht zu stark an der Schnur, den könntest du gar nicht festhalten. Er würde dich glatt hochziehen und mit dir davonfliegen. Och, kein Problem, sagte der Sams. Erst letzte Woche bin ich mit meinem Drachen davon geflogen. Es war ein ganz angenehmer Flug, ging ungefähr eine Stunde lang. Leider bin ich dann mit einem Geier aneinander geraten. Er hat den Drachen für einen feindlichen Vogel gehalten und ihn total zerfetzt. Und dann? Fragte der Junge. Ja, dann bin ich abgestürzt, ist doch logisch. Und dann? Fragte der Junge nochmal. Erfreulicherweise bin ich unten auf einem Trampolin gelandet, das zufällig im Garten stand. Du kannst dir vorstellen, wie hoch ich geschleudert wurde, als ich von ganz da oben drauf sprang. Höher als ein Hausdach. Fast eine Viertelstunde bin ich noch auf und abgehüpft, bis ich das Trampolin endlich beruhigt hatte und ich absteigen konnte. Ehrlich? Du willst mich verarschen, sagte der Junge. Was du für unanständige Wörter benutzt, beschwerte sich der Sams. So ein Wort würdest du nie aus meinem Mund hören. Wie würdest du denn dazu sagen, fragte der Junge. Ich würde sagen, verhindern, sagte der Sams. Du bist also wirklich geflogen, echt wahr? Fragte der Junge. Denkst du vielleicht, ich übertreibe? Sagte der Sams. Ich hatte natürlich nicht so einen lächerlichen kleinen Drachen wie du. Mein Drachen hatte eine Spannweite von 4 Metern. 4 Meter? Ehrlich? Fragte der Junge. Ja, es können auch 3 oder 2 gewesen sein. Ich kenne mich mit Metern nicht so genau aus, sagte der Sams. Streck mal beide Arme zur Seite, soweit du kannst. So breit war mein Drachen ungefähr. Der Junge gab dem Sams die Drachenschnur in die Hand und streckte beide Arme aus. So breit? Fragte er. Breiter kannst du nicht. Nee, breiter geht nicht, sagte der Junge. Na gut, du hast dir Mühe gegeben, sagte der Sams und gab dem Jungen die Drachenschnur zurück. Dein Drachen hat mich jedenfalls nicht hochgezogen, wie du vielleicht gemerkt hast. Es lachte, ließ den Jungen stehen und ging. Als Herr Taschenbier nach Hause kam, sagte der Sams, Papa, heute haben die Kinder draußen auf der Wiese ihre Drachen steigen lassen. Ich hätte gern auch einen Drachen. Na gut, sagte Herr Taschenbier, Drachen steigen lassen ist besser, als mit der Wunschmaschine Dummheiten zu machen. Am Samstag habe ich frei, dann kaufen wir dir einen Drachen.
Am Samstagmorgen gingen die beiden in die Stadt zum Drachenladen. Der gehörte Herrn Hesperler. An der Ladentür hing ein Schild und darauf stand, dass Herr Hesperler Ferien machte und in 3 Tagen wieder da wäre. Herr Taschenmesser sagte, ja, dann warten wir eben 3 Tage, ja, dann bekommst du den Drachen. Das Sams maulte, es wollte nicht so lange warten. 3 Tage darf dieser Herr Hesperler gar nicht weg sein, das ist nämlich streng verboten. Herr Taschenmesser lachte, soll ich Herrn Hesperler etwa aus dem Urlaub holen? Ja, genau, schreib ihm sofort einen Brief. Herr Taschenmesser lachte noch mehr und fragte, ein Brief, was soll ich denn schreiben? Der Sams hatte gleich ein paar Vorschläge. Machen Sie mit Urlaub Schluss, weil der Sams was kaufen muss. Oder legen Sie den Urlaub still, weil der Sams was kaufen will. Oder noch besser, lassen Sie den Urlaub sein, denn der Sams kauft gleich was ein. Darüber musste Herr Taschenmesser noch mehr lachen. Er sagte, lassen wir Herrn Hesperler seinen Urlaub genießen. Du kannst ja später deinen Sams, deinen Drachen immer noch steigen lassen. Du musst einfach nur ein bisschen Geduld haben. Aber der Sams wollte keine Geduld haben. Es hatte auch schon einen Plan. Dazu musste es allerdings bis zum Montag warten. So, jetzt sind wir beim Montag. Jetzt muss ich aber die entsprechende Seite finden und gleich habe ich sie, nämlich der Sams hatte seinen Wunsch nicht vergessen. Am Montag, als Herr Taschenmesser bei der Arbeit war, schob es den Schreibtischstuhl vor den Kleiderschrank, dann stellte es einen Küchenstuhl oben auf den Schreibtischstuhl, kletterte hoch. Der Stuhlturm schwankte, als der Sams nun auf dem obersten Stuhl stand. Es versuchte, den Anstellknopf der Maschine zu drücken, musste sich dabei auf Zehenspitzen stellen. Der Stuhl wackelte immer gefährlicher. Es gelang ihm, den Knopf zu drücken. Ein Lichtchen leuchtete auf, als sein Mund nahe an dem Trichter war, in dem man bei der Wunschmaschine hineinsprechen muss, rief der Sam schnell, ich wünsche mir einen blauen Drachen. Er soll nicht sehr groß sein, damit ich ihn vor dem Papa gut verstecken kann. Dann verlor es auch schon das Gleichgewicht und stürzte zusammen mit dem Küchenstuhl nach unten. Der Stuhl polterte durchs Zimmer, stieß gegen den Schreibtisch und blieb da liegen. Au, schrie der Sams. Es war auf etwas Stachelichem gelandet. Gleichzeitig rief noch jemand au. Der Sams stand auf und schaute, wer da unter ihm gerufen hatte. Es hatte auf einem Drachen gesessen, aber es war kein Stoffdrachen. Kein Drachen, den man im Wind steigen lassen kann. Das Tier hatte kurze, zackige Flügel, eine lange Schnauze mit großen Nasenlöchern und dunkelblaue Schuppen. Es war ungefähr so groß wie ein Ferkel. Ich habe es vor der Lesung mal gezeichnet, damit ihr euch das vorstellen könnt. Schaue ich mir mal an. So ungefähr müsste es im Bild sein. Gehe mal ein bisschen zurück. Das ist also der blaue Drache, so muss man ihn sich vorstellen. Sieht ganz niedlich aus, jedenfalls überhaupt nicht gefährlich. Hey, was soll das? Rief der Sams zur Wunschmaschine hoch. Ich habe einen Drachen gewünscht und jetzt sitzt da ein Drache, was soll ich damit? Natürlich gab die Maschine keine Antwort. Sie konnte zwar Wünsche erfüllen, aber nicht sprechen. Der kleine blaue Drache fragte, wie komme ich, hieß? Das Sams sagte zum Drachen, immerhin kannst du sprechen, das ist gut. Und einen Namen hast du auch. Du heißt also hieß. Ich? Wieso? Fragte der Drache. Das Sams wunderte sich. Gerade hast du gesagt, ich hieß. Der Drache schüttelte den blauen Kopf. Du hast mich falsch verstanden. Ich habe dich falsch verstanden. Wieso? Ich wollte wissen, wie ich in dieses Zimmes komme. Als der Sams nur Fragen schaute, sagte der Drache, begreifst du immer noch nicht? Und jetzt habe ich es begriffen, sagte der Sams. Du kannst kein R sprechen. Stimmt das? Ja, stimmt, sagte der blaue Drache. Aber nur, wenn ich Feuer gespien habe. Wenn du Feuer gespien hast, fragte der Sams, du hast doch nicht vor, hier im Zimmer Feuer zu speien. Nein, habe ich nicht, sagte der Drache. Aber wenn ich mich aufsäge, kommt manchmal Feuer aus meines Nase. Aufsäge, fragte der Sams. Deine Buchstabenverwechslung geht mir ziemlich auf die Nerven. Ich werde nochmal in den Wunschmaschinentrichter sprechen müssen. Dann wünsche ich,
dass du den Buchstaben R sagen kannst. Du hast doch nichts dagegen, oder? Nein, das wäre schön, sagte der kleine Drache. Und es funktioniert wirklich mit dieses Wunschmaschine? Der Sams nickte. Das wirst du sofort gleich sehen, wenn nicht sogar augenblicklich. Er stellte die Maschine an und wünschte, dass der Sams R sprechen kann. Ich verkürze jetzt ein bisschen. Raubritter rattern ratlos mit ihren rostigen Rüstungen, probierte der kleine Drache gleich aus. Rachsüchtige Rotzlümmel rasieren ihren Radiergummi. Hey, ich kann wirklich das R sprechen. Hat funktioniert. Er sprach das R ganz betont, weil er so stolz war, dass er jetzt das R sprechen konnte. Was mache ich jetzt mit dir, fragte der Sams. Ich muss dich gut verstecken, sonst merkt Papa Taschenbier, dass ich doch mit der Maschine gewünscht habe. Der Drache sagte, na gut, dann versteck mich. Ich weiß aber nicht, wo ich dich verstecken soll. Und der Sams hat die Idee, er sagt, ich verstecke dich unter dem Bett. Und jetzt unterhalten sie sich weiter. Ich kann nicht kontinuierlich weiterlesen, sonst würde das Ganze zu lange dauern. Ich suche also immer die entscheidenden Stellen, nämlich wie der Drache zu seinem Namen kommt. Der Sams sagt, ich fände es schön, dass du da bist. Jetzt wird es mir bestimmt nicht mehr langweilig, wenn Papa Taschenbier bei der Arbeit ist. Ist auch schön, dass du da bist, sagte der Drache. Wie heißt du eigentlich? Fragte der Sams. Drache, sagte der Drache. Das ist doch kein Name, sagte der Sams. Was sage ich, wenn ich dich rufen will? Warum willst du mich rufen? Ich bin doch schon da, sagte der Drache. Trotzdem brauchst du einen Namen, entschied der Sams. Wenn du noch keinen hast, kann ich dir einen geben. Hast du einen Wunschnamen? Ja, einen, in dem ein R vorkommt, sagte der Drache, weil ich das jetzt so gut sprechen kann. Kennst du einen solchen Namen? Der Sams überlegte, ich war mal in der Schule. Was ist denn Schule? Fragte der Drache. Warum warst du da? Ich war da, weil mich Papa Taschenbier dahin gewünscht hatte, sagte der Sams. Es ist gar nicht wichtig. Wichtig ist, dass ich da viele Kinder kennengelernt habe. Und einer hieß Ralf. Ralf, Ralf, sehr gut, freute sich der Drache. Gibt es auch einen Namen, der hinten ein R hat? Ja, zum Beispiel Walter oder Heiner. Nein, ich meine doch einen, der hinten und vorne ein R hat. Der Sams überlegte, mir fällt keiner ein. Weißt du was? Ich hänge einfach hinten an meinen Ralf noch was an und dann heiße ich Ralfer, sagte der Drache. Gefällt mir gut, Ralfer, Ralfer. Na gut, Ralfer, sagte der Sams, das klingt wie ein echt original passender Drachenname. Ich bin also Ralfer, sagte der Drache. Und wie heißt du? Sams, sagte der Sams. Der Drache sagte, Sams, was ich dich schon lange fragen wollte, warum hast du mich eigentlich hierher gewünscht? Ehrlich gesagt, hatte ich gar nicht dich gewünscht, sagte der Sams. Siehst du die Kinder draußen vor dem Fenster? Die lassen ihre Drachen steigen. Ich wollte auch so einen Drachen haben, einen, den man hochsteigen lassen kann. Ja und? Fragte der blaue Drache. Warum lässt du mich nicht steigen? Dich? Wie willst du denn mit diesen kleinen Flügelchen hoch in die Luft steigen? Der Drache schüttelte den blauen Kopf. Flügelchen, rief er, Flügelchen. Die sogenannten Flügelchen sind überhaupt nicht so klein, wie du vielleicht denkst. Ich kann sie nämlich auseinanderklappen. Schau mal so. Er klappte seine Flügel erst nach hinten auf, dann noch zur Seite. Jetzt hatten sie eine Spannweite von mindestens 2 Metern. Der Sams staunte. Mann, sind die groß. Aber du sollst damit ja nicht fliegen, sondern an einer Schnur hochsteigen, wie die Drachen draußen von den Kindern. Der Drache sagte, na gut, dann hol mal eine Schnur. Eine Schnur? Meinst du wirklich? Sagte der Sams. Ich kann ja mal Frau Rotkohl fragen. Die nächste Überschrift heißt, wird es Frau Rotkohl wohl gelingen, dem Sams Manieren beizubringen? Es ging auch gleich in Frau Rotkohls Küche und fragte, Frau Rotkohl, hast du vielleicht... Weiter kam es nicht, denn sie unterbrach der Sams. Kannst du nicht anklopfen, wenn du in meine Küche kommst? Doch, kann ich, sagte der Sams, ging innen zur Tür
und klopfte sogar zweimal. »Willst du mich veralbern?« fragte Frau Rotkohl. »Man klopft von außen und nicht, wenn man schon drinnen ist. Geh nochmal vor die Tür und klopfe richtig an, damit du es lernst.« Das Sams zog eine Grimasse und stippte sich mit dem Finger an die Stirn. »Na«, machte Frau Rotkohl, »was macht man nicht alles, wenn man unbedingt eine Schnur braucht?« murmelte das Sams, ging aus der Küchentür und klopfte von außen. Frau Rotkohl rief, »herein, na, siehst du, so ist es korrekt.« »Äußerst sehr interessant«, sagte der Sams, »das muss ich mir sofort merken. Klopft es an der Tür von außen, dann steht meistens jemand draußen. Drinnen sagt man dann herein. Klopft es an der Tür von innen, steht der Klopfer bereits drinnen. Ein Herein muss da nicht sein.« Frau Rotkohl wusste nicht, ob sie sich ärgern oder lachen sollte und fragte, »und was führt dich in meine Küche?« »Och, niemand hat mich hergeführt«, sagte der Sams. »Ich habe ganz allein hergefunden. Da staunst du was? Ich marschierte ganz allein aus meiner Zimmertür raus, im Vorwärtsgang den Gang entlang und dann in deine Küche rein.« »Ich habe genug von deinen dummen Sprüchen«, sagte Frau Rotkohl. »Was willst du eigentlich? Eine Schnur? Willst du etwas zubinden? Eher etwas anbinden?« »Eine Schnur also«, sagte Frau Rotkohl. »Mal sehen.« Sie zog eine Schublade auf und fand wirklich eine Schnurrolle. »Eigentlich hast du die Schnur gar nicht verdient, weil du immer so vorlaut bist«, sagte sie. »Hier bitte.« Das Sams betrachtete die Schnur. Es schien nicht begeistert zu sein. »Was ist? Ist dir meine Schnur nicht schön genug?« »Nein, nicht lang genug«, sagte das Sams. »Die Schnur, die ich eigentlich brauche, muss mindestens so lang sein, wie ein Haus hoch ist.« »Wie ein Haus hoch ist? Was willst du denn mit einer so langen Schnur? Meinen Drachen steigen lassen?« »Da wirst du wohl in den Drachenladen von Herrn Hesperle gehen müssen«, sagte sie. »Der hat Drachenschnüren.« »Herr Hesperle macht aber gerade Ferien«, sagte das Sams. »Der ist erst in 2 Tagen wieder da.« »Dann wirst du eben 2 Tage warten müssen«, sagte Frau Rotkohl. »Jetzt schaue ich gerade auf die Uhr. Wir hatten ausgemacht 1/4 Stunde. Und ich glaube, die ist jetzt vorbei, ja?« Das ist nicht schlimm, wir könnten Ihnen ewig zuhören. Aber genau, wie Sie möchten. Wir wollten uns ja hinterher noch ein bisschen unterhalten. Also genau. Haben wir Zeit für einige Fragen und Antworten. Ja, sehr gerne. Dann erstmal vielen Dank für diese wunderschöne und lustige Lesung. Toll. Bitte, bitte. Genau, dann lassen Sie uns jetzt gerne zu den Fragen übergehen. Fangen wir vielleicht nur mit der ersten an. Sie haben es vorhin schon kurz erwähnt, was die zeitliche Einordnung dieser Geschichte angeht. Wo genau findet jetzt denn nochmal diese Geschichte auf dem Zeitstrahl in der Sams-Historie quasi statt? Eigentlich geschieht sie ganz zum Schluss. Es ist eine Rückblende in den 2. Band. Ich habe gewissermaßen den 2. Band nochmal neu und anders geschrieben, mir überlegt, wie ich das am Anfang sagte, wenn die Wunschmaschine nicht so schnell explodiert wäre, was hätte ich noch alles wünschen können mit dieser Wunschmaschine? Und aus diesem Wunsch, aus dieser Überlegung ist dann dieses neue Buch entstanden. Ja. Ach, schön. Ja, da freuen sich natürlich alle drüber. Das ist eine sehr gute Idee. Und welche Bedeutung haben denn Wortspiele für Sie? Also in dem Buch ging es ja häufig um Drache und Drachen. Wollen Sie uns dazu vielleicht was erzählen? Naja, Drache und Drachen ist ja gar nicht unbedingt ein so frappantes Wortspiel, sondern es ist nur gewissermaßen ein Wort mit 2 Bedeutungen. Aber es gibt natürlich in den Sams-Bänden eine ganze Menge Wortspiele und Reime. Es ist geradezu das Kennzeichen vom Sams, des Samses, müsste man sagen, korrekt, dass es immer mit Worten spielt. Und das ist ein bisschen gewissermaßen mein Sprachrohr. Also ich selber in allen Büchern spiele gern mit Sprache, mache Gedichte, verdrehe Worte. Also zum Beispiel mein neues Buch, was jetzt im Herbst erscheint, und das wird wahrscheinlich bald Ihre Frage sein, das heißt Möpse, Dackel, Hütehunde. Und unter Hütehunden versteht man eigentlich Hunde, die Schafe hüten zum Beispiel. Aber ich drehe das natürlich sofort wieder um und habe eine andere Bedeutung von Hüten und Hütehunde.
und habe dazu ein Gedicht gemacht. Ich muss mal schauen, ob ich es noch auswendig weiß. 114 Hütehunde saßen in der Hunderunde und sie schwärmten von der Güte ihrer 114 Hüte. Und dazu habe ich Hunde gemalt, die ganz viele Hüte übereinander aufhaben. Also aus einem Hütehund wird ein Huthund. Oh, das klingt richtig toll. Oh, wie schön. Und das ist das Buch, an dem Sie gerade arbeiten und das dann im Herbst erscheinen wird, oder? Es ist, nein, ich arbeite inzwischen schon an einem neueren Buch. Und das Buch, von dem ich rede, nämlich dieses Hundebuch mit ganz vielen Hundegeschichten, Hundegedichten und so vielen farbigen Hundebildern, wie ich vorher noch nie für ein Buch gemalt habe, also noch nie so viele farbige Bilder, Hundebilder habe ich zwar schon gemalt, habe ich für dieses Buch gemalt. Es gibt, wie gesagt, viele Hundegeschichten. Es gibt Hunde, ja, wie soll ich sagen, Informationen über Hunde. Ich habe alles, was mit Hund zu tun hat, reingepackt. Also ich habe zum Beispiel im Postleitzahlenbuch geschaut, alle Dorf- und Stadtnamen, in dem Hund vorkommt. Da habe ich eine ganze Reihe gefunden. Dann alle Sprichwörter mit Hund. Und dann gibt es ganz viel Aberglauben mit Hund. Das denkt man gar nicht. Im Buch des deutschen Aberglaubens gab es 10 Seiten mit Hund, was die Menschen alle gedacht haben, was der Hund bewirkt. Wenn er um Mitternacht bellt, was dann geschieht und Ähnliches. Also es gibt so ein Sammelsurium mit ganz vielen Geschichten, Gedichten und Informationen über Hunde. Ja, also schließe ich daraus, Sie sind selber auch ein großer Hundefreund. Das stimmt, ich bin mit Hunden aufgewachsen, meine Eltern hatten immer Hunde und ich war für diese Hunde zuständig. Ich musste sie füttern, mit ihnen Gassi gehen und ich habe sie auch besonders geliebt. Im Moment haben wir, weil das sicher gleich als Frage kommt, nein, wir haben keinen Hund. Das liegt einfach daran, weil ich durch meine Bekanntheit auch in anderen Ländern ständig eingeladen werde, mal nach China oder 7 Wochen nach Australien oder in die Türkei und nach Südamerika. Und da nehme ich dann oder habe ich mitgenommen immer meine Frau, damit ich nicht so lange weg bin und sie daheim sitzen muss und ich was Schönes sehe und sie nicht. Und dann hätten wir unseren Hund alleine lassen müssen oder ich hätte ihn vielleicht in ein Tierheim geben müssen. Und das wollte ich dem armen Hund nicht antun. Deswegen habe ich gesagt, so gerne ich auch Hunde habe im Prinzip, aber einen neuen schaffe ich mir jetzt nicht an. Ja, nee, das klingt dann nach einer sehr vernünftigen Entscheidung. Ja, ein Drachen wäre dann vermutlich die nächste Haustierwahl, ne? Ja, genau. Wenn es die Drachen wirklich gäbe, genau, würde ich mir einen Drachen wünschen, so einen Reifer, so einen gemütlichen Drachen. Ja, im neuen Buch oder im neuen Sams-Buch oder im neuesten vielmehr, da freundet sich ja das Sams mit einem Drachen an. Wie sind Sie denn auf diese Idee gekommen? Ah, da gibt es einen ganz konkreten Grund. Es gibt den deutschen Meister im Kunstdrachenbau, der heißt Herr Hespeler, so habe ich den Besitzer des Drachenladens auch genannt, ihn zu ehren. Und der kam eines Tages zu mir und sagte, er hätte einen großen Drachen gebaut, der auch wirklich steigt, ganz hoch, und hat ihn mir gezeigt. Und das war ein Sams-Drachen. Also hat es das Sams gewissermaßen ausgeschnitten und so ausgewogen, dass es ganz hoch flog. Und ich war begeistert von diesem Sams und sollte es auch signieren, unterschreiben. Und nachdem ich so begeistert war, war er wieder von seinen Samsen oder von seinen Drachen so begeistert. Dann hat er noch den Herrn Taschenbier als ungefähr 10 Meter hohen Drachen gemacht. Und die dicke Frau Rotkohl hatte gemacht, das war ein eher rundlicher Drache. Und alle sind herrlich geflogen. Und als ich ihn gefragt habe, den Drachenbauer, wie ich mich denn bedanken kann für diese schönen Drachen, dann sagte er, gut, dann schreib doch mal eine Geschichte, vielleicht eine Samsgeschichte sogar, in dem einer meiner Drachen vorkommt. Und ich sagte, gut, ich schreibe eine Geschichte mit einem Drachen, aber du wirst dich ein bisschen wundern, denn der Drachen wird etwas anders sein als deine fliegenden Drachen. Oh. Das ist aber eine schöne Geschichte. Ja. Da freut sich der Drachenbauer garantiert sehr. Ja.
Sehr schön. Damit bin ich angesichts der Zeit auch schon am Ende meiner Fragen. Genau, und ja, ich freue mich, dass Sie Zeit für uns hatten. Es war richtig, richtig toll, Ihnen zu lauschen. Und genau, jetzt noch an alle, die uns da draußen gerade zuschauen und vielleicht neugierig geworden sind auf das Buch, Das Sams und der blaue Drache ist erschienen im Verlag Friedrich Oetinger und in jeder guten Buchhandlung zu finden. Und ansonsten würde ich sagen, ganz herzlichen Dank, lieber Paul Maar, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben, und wir wünschen Ihnen alles, alles Gute und hoffen, dass noch viele weitere schöne Bücher von Ihnen kommen. Ich bedanke mich auch, und darf ich vielleicht in eigener Sache noch was sagen? Natürlich. Und zwar für die erwachsenen Zuschauer oder Hörer. Ich habe auch ein Buch für Erwachsene geschrieben, nämlich Wie alles kam, meine Kindheits- und Jugenderinnerungen. Und vielleicht, wenn es jetzt Erwachsene sind und nicht nur Kinder, die uns zuschauen und zuhören, sind sie vielleicht auch interessiert, etwas über meine Kindheit zu erfahren. Ich bedanke mich für das Interview und für das Gespräch. Dankeschön. Ja, vielen, vielen Dank dafür.